In diesem Video geht es darum, wie man schnell und unkompliziert und vor allem fehlerfrei an einer Videokonferenz, die mit Jitsi Meet aufgesetzt wurde, teilnehmen kann. Das Video habt ihr jetzt vielleicht extra geschickt bekommen, damit ihr eine kleine Anleitung habt, wie ihr an der aufgesetzten Konferenz teilnehmen könnt. Um an der Konferenz teilnehmen zu können, braucht ihr mindestens mal den Link und wenn die Konferenz passwortgesichert ist, entsprechend auch noch das Passwort. Das könnt ihr jetzt theoretisch in euren Browser eingeben. Praktisch sieht es aber so aus, dass das nicht mit allen Browsern funktioniert. Als fehlerfrei haben sich nur die Chromium- oder Chrome-Browser erwiesen und genau den werden wir jetzt installieren und dann an der Konferenz teilnehmen. Wenn Chrome nicht euer Lieblingsbrowser ist, könnt ihr auch einen anderen benutzen, der auf Chromium basiert, beziehungsweise auf Plink. Dafür bekommt ihr eine Wikipedia-Liste in der Videobeschreibung. Darunter zählt zum Beispiel auch der Microsoft Edge, den ich hier schon installiert habe. Dazu ist aber zu wissen, dass es der Microsoft Edge mit genau diesem Logo sein muss. Der basiert auf Chromium. Der mit dem blau-weißen Logo, der basiert nicht auf Chromium. Den könnt ihr nicht benutzen. Also es muss dieses Logo sein, dann könnt ihr den Link direkt einfügen. Also ihr könnt entweder den benutzen oder wir googeln einfach mal nach Chrome, laden uns Chrome herunter, den Haken hier kann man rausnehmen, akzeptieren und installieren klicken, hier unten auf behalten klicken, nach dem Download hier einmal draufklicken, um es auszuführen, hier mit Ja bestätigen und jetzt einfach nur kurz warten. Nach der Installation startet Chrome dann automatisch. Ich mache mal den Browser im Hintergrund zu, dass wir das hier nicht verwechseln. Und jetzt mache ich hier wieder meinen Link und mein Passwort auf. Das muss euch der Ersteller der Konferenz mitgegeben haben. Wenn ihr selbst eine erstellen wollt, schaut mal in die Infokarte. Da ist nochmal ein anderes Video, wo ich gezeigt habe, wie man selbst eine erstellt. Aber wir wollen ja beitreten, deshalb kopiere ich mir den Link hier jetzt einmal raus, füge den hier einmal ein, bestätige mit Enter. So, jetzt trete ich quasi gerade bei. Hier oben seht ihr jetzt die Frage, ob das Mikrofon zugelassen werden soll. Das müsst ihr mit Zulassen bestätigen. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr die Kamera benutzen wollt. Ihr könnt das alles später noch ändern, aber hier solltet ihr auf jeden Fall mal auf Zulassen drücken. Jetzt werden wir nach dem Passwort gefragt. Das ist ja hier festgelegt, wenn eins festgelegt ist. Ansonsten seid ihr jetzt direkt in der Konferenz. Das füge ich hier auch ein und bestätige das mit OK. Was ihr jetzt noch tun solltet, wäre hier unten auf den Chat zu klicken. Hier gibt es einen Button, der heißt Chat öffnen, schließen. Und hier könnt ihr dann euren Namen eingeben. Ich gebe zum Beispiel mal Gast ein. Das hat nämlich den Vorteil, dass man hier die Namen sieht, sonst würde hier nämlich Fellow Chitster nur stehen und das ist ja ein bisschen blöd. Also Namen eingeben, dass man weiß, wer da gerade spricht und wer da gerade gejoint ist. Was auch noch schön ist, man kann hier so eine Kachelansicht aktivieren. Dann sieht man ja beide Teilnehmer ein bisschen übersichtlicher, finde ich, als ja hier im Standard. Ihr solltet euch auch, während ihr nicht sprecht, immer muten, dann hört man euer Mikrofon rauschen und eure Atemgeräusche nicht. Der Moderator kann euch auch muten, also stumm schalten. Der kann euch aber nicht wieder entmuten, das müsstet ihr dann selber tun. Also hier die Maus einfach bewegen, dann blendet sich das Ganze ein und ihr könnt euch jetzt hier entmuten und mit Kamera starten, stoppen, kann ich auch genauso wie ich dann den Ton muten kann, meine Kamera ein- und ausschalten. Hier unten gibt es einen Infobutton, da sieht man auch nochmal den Link, aber den habt ihr ja auch oben im Browser. Das Passwort, das seht ihr nicht, das ist ja von einem anderen Teilnehmer gesetzt. Wenn ihr einen Bildschirm freigeben wollt, statt zum Beispiel euer Kamerabild zu zeigen, gibt es hier unten einen Button, der nennt sich Bildschirm freigeben. Dann teilt man einfach seinen Bildschirm. Hand erheben kann man auch machen, wenn man zum Beispiel was sagen möchte, dass sieht dann der Moderator, dass da eine Handmeldung gibt. Hier oben seht ihr jetzt euer Bild, na, wenn hier eine Kamera wäre, das wäre dann euer Bild. Hier unten sind dann die Bilder der Teilnehmer. Die könnt ihr einfach großklicken, wenn ihr draufklickt oder wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, einfach ja, nebeneinander stellen. Das war es jetzt eigentlich schon, was für euch als Teilnehmer oder als Gast in so einer Sitzung interessant ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurem Meeting.